Hallo und ein allerherzliches Glück auf zusammen. Ich hoffe, ich bin gut zu verstehen. Ja, viele Leute kennen dieses Format noch, wo ich einfach mal einen kurzen Wetterbericht übers Auto gemacht habe. Ja, also ich möchte euch jetzt mal die Wetterlage, die uns vor allen Dingen am Freitag beschäftigt, mal ein kleines bisschen näher bringen und vor allen Dingen euch so erklären, dass ihr euch das auch bildlich vorstellen könnt. Ja, es ist so, wir liegen ja aktuell unter Einfluss sehr, sehr feuchten Luftmassen. Natürlich dann im Übergangsbereich Richtung Großbritannien eher diese kühle Geschichte und wir liegen so im Übergangsbereich. In diesem Übergangsbereich ziehen eben andauernd Tiefdruckgebiete durch. Und diese Tiefdruckgebiete, die holen natürlich vorderseitig diese feucht, schwüle Luftmasse aus Südosten herum und postfrontal kommt natürlich dann die Kaltfront rein und zwischendrin gibt es dann, so wie heute, einige Konvergenzen, wo dann Winde von unterschiedlichen Richtungen aufeinanderprallen, die dann zum Aufsteigen gezwungen werden und dementsprechend Hebung passiert, so wie östlich der Elbe heute zum Beispiel. Ja. Das ist aber alles nichts Superzelluläres und da gibt es auch nur punktuell dann tatsächlich die Unwettergefahr. Ich habe mich ein kleines bisschen bedeckt gehalten, gerade in Bezug auf den Freitag, denn da gibt es sehr viele Unsicherheiten noch. Und jetzt kristallisieren sich jedoch einige Szenarien heraus, bei denen dann ja, Unwettergefahr herrscht aufgrund von ja, fast schon tropischen Regenfällen, die dann am Freitagabend und auch in der Nacht zum Samstag nachher so über Ostdeutschland ziehen sollen, in Form eines Tiefdruckgebietes, welches dann sozusagen sich als Kaltlufttropfen über Deutschland so ein bisschen eingräbt und so eine Art Tandemstruktur bildet, also sprich zwei Tiefdruckkerne. Und diese Tiefdruckkerne, Freunde, die sind von der Intensität her noch nicht ganz klar, was so viel bedeutet, dass wir einen Tiefdruckkern über dem Nordwesten haben werden am Freitag, also über Niedersachsen circa. Und wir haben dann einen Tiefdruckkern so ein kleines bisschen nördlich der Alpen ausgehend über Tschechien und dann in Richtung Ostdeutschland, Polen und dann weiter Richtung Norddeutschland ziehend. Und gerade in diesem Bereich ist es noch nicht ganz klar, welches Tiefdruckgebiet, also welcher Kern, dort die Hauptregie übernehmen wird. Sprich, geht dieses Tiefdruckgebiet, was Richtung Ostdeutschland zieht, in die Zyklogenese oder behält das andere Tiefdruckgebiet dieses Fahrrads, dieses Tandems, ja, über Norddeutschland eben die Regie und das östliche Tiefdruckgebiet wird gar nicht so stark. Was natürlich dann auch in Bezug auf unwetterartige Niederschläge nachher entscheidend ist natürlich. Denn wenn ein Tief in die Zyklogenese geht, verstärkt sich's. Und dementsprechend gibt es auch mehr Hebung und so weiter. Ja. Was aber Fakt ist, Freunde, am Freitag werden die Gewitterenergiewerte flächig über 1000 Joule auf den Kilogramm Luft betragen. Also sprich, es wird eine sehr instabile Luftmasse werden. Und es wird auch hinter diesem Tiefdrucksystem, egal jetzt wo dieser Kern liegen wird, nachher, ob es nur in Niedersachsen ist oder eben in Ostdeutschland, es wird durch diese Tiefdruckrinne, die diese zwei Kerne bilden, von Südosten her auch große Menge an niederschlagbarem atmosphärischen oder atmosphärischen niederschlagbaren Wasser berechnet. Sprich, wenn Hebungen passiert und Niederschläge fallen, dann werden die ja fast tropisch ausfallen können. Wir haben Taupunkte teilweise um die 20 Grad. Es wird wahrscheinlich in der Nacht auch nicht unter 20 Grad von Freitag auf Samstag runtergehen, laut aktuellem Stand. Ja. Und die einzige Problematik an der ganzen Geschichte ist, dass der Modelloutput dahingehend so weit geht, dass wir nicht nur in 24 Stunden flächig teilweise über 100 Liter auf den Quadratmeter ja, von den Modellen prognostiziert bekommen, sondern dass in diesen 100, also über 100 Liter auf den Quadratmeter, diese 100 Liter oder diese 90 Liter auf den Quadratmeter, also das quasi das meiste, innerhalb von 6 Stunden, wenn nicht gar sogar von 3 Stunden oder in 3 Stunden fallen soll. Und das ist in Bezug auf eine Fläche, gerade für Ostdeutschland nachher, in Bezug
Bezug auf diesen kurzen Zeitraum und diesen intensiven Niederschlägen nicht so gut, weil die Vorgeschichte diesbezüglich gerade in Ostdeutschland eben die vergangenen Wochen auch so war, dass wir eben immer wieder von den Niederschlägen verschont geblieben sind. Diese Niederschläge, die eben nicht gefallen sind, haben diesbezüglich eben dazu geführt, dass wir eben nachher trockene Böden haben. Und diese trockenen Böden sind im Prinzip dafür verantwortlich, wenn dieser starke Niederschlag flächig zu kommen sollte, dass im Prinzip nachher das Wasser nur abfließen kann und dementsprechend nicht aufgenommen werden kann und ich diesbezüglich eine Unwettergefahr oder eine Unwetterlage sehe, wo es dann eben auch mal zu einem, ja, dem ein oder anderen Hochwasser und Überschwemmungen kommen kann nachher. Ein weiterer Punkt ist, wie gesagt, dass die Modelle die ganze Geschichte in Bezug auf die Zugbahn, also nochmal die Zugbahn dieses zweiten Tiefdruckgebietes, was ich eben bereits erwähnte, nördlich der Alpen ausgehend, das wird sich so verhalten, dass nördlich der Alpen sich dieses Tiefdruckgebiet dann eben verstärkt, mit weiterer Hebung natürlich dann auch in die Zyklogenese reingeht und eben trotzdem noch nicht klar ist, wie stark es sich am Ende in die Zyklogenese hineinbewegt, beziehungsweise wie weiter es sich eben vertieft. Ja? Und die Zugbahn wird eben so sein, dass eben über die Alpen, über Tschechien, dann weiter, dann übers Erzgebirge, übers Zittauer Gebirge, dann weiter Richtung Niederlausitz, Richtung Westpolen und dann eben so einen Bogen Richtung Ostsee zu machen scheint, ja, wodurch es dann eben durch das erste Tiefdruckgebiet wieder aufgefangen wird und eben dann dieser Bogen zur Oder-Neiße-Grenze nachher genommen wird. Und die Modelle sind sich aber diesbezüglich noch nicht einig, wie viel Niederschlag oder beziehungsweise wo die Zugbahn genau sein wird. Und dementsprechend ist es auch noch nicht an der Zeit, Alarm zu schlagen, denn die ganze Geschichte kann morgen oder in den nächsten Rechenläufen dann einfach auch schon Richtung Polen rausgewandert sein, wodurch ja Ostsachsen, Brandenburg, Niederlausitz und eben auch Brandenburg, Berlin nachher und auch das ja, auch Mecklenburg-Vorpommern nachher gar nicht mehr betroffen sein könnten. Da gibt es noch große Unsicherheiten, aber der Modelloutput ist diesbezüglich nicht ohne, muss ich tatsächlich sagen. Und es ist ja auch so, dass die verschiedenen Globalmodelle das Ganze flächig berechnen. Wenn man dann in die Peaks reingeht, beziehungsweise die HD-Auflösungen nimmt, dann wird in diesem flächig berechneten Niederschlagsbereich mit über 100 Litern zum Beispiel auf den Quadratmeter, nachher auch werden auch Peaks von über 200 Liter auf den Quadratmeter punktuell berechnet, was im Prinzip mit eingelagerten Gewittern einhergehen würde, die dann an Ort und Stelle eindrehen, gegebenenfalls. Weil es ist natürlich dann auch eine zyklonale Eindrehung nachher, so eine 5B-artige Zugrichtung, aber es ist kein 5B, ich muss dazu sagen, ja. Und diesbezüglich dann eben große Unsicherheiten noch bestehen. Wir müssen den morgigen Tag mal noch abwarten, aber das könnte schon ein bisschen kritisch werden, muss ich ganz ehrlich sagen. Also die Niederschlagsmengen sind tatsächlich ordentlich. Ach so, und ja, was ich sagen wollte, ja. Jedes Globalmodell hat natürlich auch unterschiedliche Member, ja, also quasi das Ensemble des GFS-Modells hat meinetwegen 30 Member, das ECMWF-Modell hat 50 Member und das ICANN-EU-Modell hat 40 Member. So, und wenn man dann quasi den akkumulierten Niederschlag von jetzt meinetwegen bis zum Samstagmittag oder Samstagnachmittag sich zu Gemüte führt, also wie viel Regen fällt ab heute bis Samstagmittag meinetwegen, dann kann man auch erkennen, dass memberübergreifend Ostdeutschland immer wieder in den Fokus gerät. Es aber auch noch von der Zugbahn her, selbst in dem Modell selber, ja, von den Membern her noch große Unsicherheiten in Bezug auf die Intensität, dementsprechend auch auf die etwaige Zyklogenese dieses zweiten Tiefdruckgebietes, ja, und eben dann auch über die, ja, Zugrichtung nachher noch Unsicherheiten gibt. Der Modelloutput, Freunde, der ist aber entscheidend. Und wenn ich mir die ganzen Parameter so ansehe, ist tatsächlich eine, ja, flächigere Unwetterlage in Bezug auf Starkregen, auf wirklich gewittrigen, extremen Starkregen, nachher ab Freitagabend bis Samstag früh, so dann im weiteren Verlauf Richtung Mecklenburg-Vorpommern, wenn es tatsächlich so kommen sollte, auch bis zum Samstagabend nachher eben gegeben. Wir schauen uns das morgen noch mal ganz in Ruhe an.
Da machen wir mal so einen kleinen Modellüberblick. Und ja, wie gesagt, Freunde, es gibt noch große Unsicherheiten von Modell zu Modell, von Ensemble zu Ensemble der Modelle und so weiter. Wie gesagt, Freunde, das ist noch ein bisschen, ja, unsicher. Aber das ist erstmal halb so schlimm, denn der Modelloutput ist eben entscheidend. Und der Modelloutput, ja, wirft einiges an Alarmglocken bei mir an, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Hier schaut gerade jemand rein. Hallo. Und ja, diesbezüglich wollte ich euch das einfach mal ganz kurz nahe bringen. Jetzt schauen wir nochmal, oder jetzt sage ich euch nochmal was zur kommenden Nacht. Also wie gesagt, die Gewitter ziehen jetzt raus. Ostsachsen bekommt jetzt noch ein bisschen was ab. Und dann kommt so ein kleiner Gewitterkomplex mit mehreren Zellen nachher wahrscheinlich in der ersten Nachthälfte so über die südliche Mitte rein, also südlich der Mittelgebirge nachher, und wird dann so einen Weg über den Thüringer Wald sehr wahrscheinlich auch Richtung Sachsen nachher nehmen und für das eine oder andere Nachtgewitter nachher auch sorgen können. Und diesbezüglich sollte sich auch dann nicht gewundert werden, wenn es dann wirklich mal ein kleines bisschen, ja, ungemütlich werden sollte in der Nacht. Was natürlich auch wieder gut ist, wenn es geregnet hat, da kann man endlich mal die Fenster wieder aufmachen, denn das ist in letzter Zeit oder ja, heute einfach nicht mehr, ist nicht auszuhalten. Ich komme jetzt gerade aus dem, oder ich bin gerade auf dem Weg zurück aus Dresden, da hat es eben gerade mal ein bisschen geregnet. Es ist also es ist nicht mehr auszuhalten. Ja, also es ist, ich triefe vom Nichtsmachen, und diese Luftmasse ist wirklich sehr, sehr energiegeladen, sehr, sehr schwül. Aber wie gesagt, Freunde, wir haben Sommer, das gab es immer schon. Und wir haben aber jetzt immer, mit den vorangeschrittenen Jahren, immer bessere Werkzeuge, um gewisse Wetterlagen einschätzen zu können, die aber natürlich dann in Bezug auf den Modelloutput, auf die Berechnungsgrundlage der Regionalmodelle und so weiter und so fort, natürlich dann auch, wenn man das alles so ein kleines bisschen übereinander legt, die verschiedenen Modelle und den Modelloutput, eben dann auch die eine oder andere Unsicherheit und das eine oder andere graue Haar mehr danach ja eben entstehen lassen. Ja. Wie gesagt, diese Werkzeuge haben wir, die werden wir uns morgen nachher noch weiter zu Gemüte führen und auch mal abwarten, was die Regionalmodelle dann morgen in dem Bereich Freitagabend und Samstag nachher zu bieten haben. Gut, Freunde, das sollte es dazu gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ja, das Format wurde mal wieder Zeit, dass mal wieder so ein Format ist. Und ich hoffe, ihr konntet mir diesbezüglich auch ein wenig folgen und ihr könntet euch das auch ein kleines bisschen, ja, im Kopf vorstellen, was ich euch jetzt hier so an synoptischen Ergüssen mitgeteilt habe. Ansonsten, Freunde, ich wünsche euch noch einen schönen Abend, eine ruhige Nacht, und wir hören uns und sehen uns, wenn ihr möchtet, morgen wieder. Glück auf, bis später, wenn ihr möchtet, und ciao.